Ich glaube, das ist vielleicht auch sinnvoll, dass wir uns das jetzt mal anschauen. Vielleicht bauen wir uns da auch schon den ersten Schacht zurecht. Das dauert ja nicht wirklich lang. Aber das ist vielleicht besser als die Treppe. Damit wir uns da nicht alle Nasen lang dem Risiko aussetzen, dass wir uns auf die Ohren legen. Und dann würde ich unseren Crafting Table einfach hiermit irgendwo hinstellen erstmal. Obwohl wir da ebenfalls designtechnisch hier ein bisschen was lösen könnten. Man könnte ja hergehen und die Öfi-Lines, die kann man ja übereinander setzen. Da setzt man dann einfach den Table daneben und schon sieht das ein bisschen, naja, wohnwandmäßig aus. Ich kann dann auch protzen, wir haben hier 4 Öfen, ja. Also ich habe 4 Öfen in der Bude, mein Freund. Ey, jetzt wäre ich doch da... Siehst du, genau das habe ich gemeint. Ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass da unten drunter nichts mehr ist. Verdammt, Juchi. Das war schmerzhaft. So. Ich würde es glatt behaupten, dass das dann so vielleicht ganz sinnvoll wäre, damit wir uns eben nicht auf die Ohren legen. Ja, so in etwa, denke ich, macht das Sinn. Aber jetzt werden wir uns erstmal irgendwie wieder was zu essen in die Kiemen schieben müssen, damit mir Steve nicht verreckt, weil heilen kann er ja momentan nicht. Wir können nicht heilen, weil wir gerade eben, ja, schon mit Hunger im Bauch Flugstunden genommen haben. Das war die falsche Kiste. Nehmen wir doch einfach mal diese hier. Mahlzeit. So. Sieht es doch schon besser aus. Ja, ich denke, hier oben werden wir auf jeden Fall Vorräte unterbringen. Das wird sinnvoll. Wenn ich dann hier mal gucke, da werden wir dann auf jeden Fall noch unsere Fensterchen unterbringen. Und hier dahinter, denke ich, werden wir noch einen Hinterausgang setzen. Jetzt gucken wir doch mal, was haben wir denn noch an Holz? Weil Holz werden wir ebenfalls noch holen müssen. 64 Oakwood Planks haben wir. Birchwood haben wir noch ein bisschen. Ich hatte doch aber noch Junglewood. Da haben wir es. Genau. Nehmen wir erstmal die Oakwood Planks. Und basteln uns daraus ein paar Sticks. Dann haben wir 48 Leitern. Vielleicht haben wir aber auch noch ein bisschen mehr. Ja, 54 Leitern. Für den Anfang kann man damit auf jeden Fall schon mal was machen. Das setzen wir dann schon hier oben mit an. Ja, dann gehen wir mal da runter. Obwohl das jetzt auch nicht unbedingt clever gelöst war, aber gut. Besser erstmal so als anders. Das wäre vielleicht
die einfachere Lösung. Dann kann man hier auch mal kurz in die Höhle schauen. Ohne Angst haben zu müssen, dass man gleich von der Treppe fällt. Ja, und vielleicht gehe ich dann auch her. Was heißt da, vielleicht gehe ich dann auch her? Ich gehe dann auch her und, baue das hier einfach mal so ein bisschen um. Wenn ich natürlich drüber nachgedacht hätte, hätte ich das lieber von außen gemacht, aber ich denke ja nicht nach, da ich ja, wie vorhin schon angesprochen und wie in den letzten Folgen immer wieder erwähnt, verstrahlt bin. Und zwar völligst. Ja, genau, brich dir doch einfach mal das Genick. Zack. Gut, springen wir mal wieder zurück. Das war eigentlich nicht so gewollt, aber gut. Ups. Und auch da denke ich nicht wirklich nach. Tadam, 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 tadam. So. So, so, so und so. Dann haben wir hier noch einen Flöck und da noch einen. Die Höhle. So, dann machen wir das nämlich alles wieder ab. Und da höre ich schon wieder die nächste Spinne. Die will mir wahrscheinlich schon wieder ans Leder. Anders. Dahin. Machen wir hier mal den Sparfuchsbau. Und verkloppen mit einem Kotelett den Gravel. Das ist natürlich wieder nichts geworden, was ich mir da gedacht habe. Creeper! Der ist. Das ist so bösartig mit den Creepern. So manches Mal fehlt es mir so ein bisschen an Verständnis für diesen Geräte. Aber dafür haben wir ja jetzt, hat er uns ein bisschen Eisen freigeräumt hier. Oder er hat zumindest mit seinem Bumm gezeigt, wo Eisen zu finden ist. Ja. Ah, summa summarum können wir aber sagen, die Session heute hat sich gelohnt. Wir waren zumindest etwas effektiver als noch in den letzten Tagen. Vergiss es! Du hässliches Viech, wenn ich dich erwische, dann bist du geliefert, Kollege. Das glaube ich doch jetzt nicht. Hör auf, dich hier hinten in die Luft zu sprengen, wo dich keiner sieht. Mach das, wo man dich sehen kann. Das ist ja total feige. Bösartiger Creeper. Zack. Dann machen wir hier überall mal ein bisschen Latüchte hin. So. Apropos Latüchte, wir werden wohl bald wieder Licht brauchen. Also sprich, Fackeln.
Und damit wir uns hier nicht gleich auf die Nase legen, wenn wir hier die Provisoriumstreppe hin und her laufen, müssen wir uns da noch ein bisschen Sicherheit einbauen. Das sieht dann so aus. So. Da brauchen wir dann auch noch ein bisschen. Gehen wir mal kurz in den Schleichmodus. Gut, so können wir das erstmal stehen lassen. Das ist doch schon mal super. Dann holen wir uns ein bisschen Wolle. Wolle, 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 Wolle. Der Cobblestone von 4 wird nicht reichen. Flog doch noch Cobblestone rum, oder hab... Ich hab da jetzt nicht wirklich den ganzen Cobblestone verbraucht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte doch noch... Na, sag ich doch. Ich hab da einen Haufen Cobblestone. So, damit es etwas schöner aussieht. So. Ich muss hier unbedingt die Kisten mal aufräumen. Das wird echt Zeit. Ein paar Planks werden wir leider brauchen. Da kommen wir nicht drum rum. Gucken wir mal, ob ich das noch weiß. Da war sie doch, die Trapdoor. Dann machen wir uns einfach hier eine Trapdoor hin. Nur in der richtigen Richtung. Genau, wunderbar. So soll dies aussehen. Das war die Grundidee dahinter. Aber wieso habe ich 2 Trapdoors? Hm. Naja. Das ist jetzt auch nicht mehr weiter wild. So, wir versuchen uns jetzt hier mal mit unserem Glück... noch so eine Idee sandmäßig und dann nehmen wir auch noch Cobblestone, den können wir ja auch so ein bisschen sortieren. So, das Glas, das ist nicht viel, was wir da gebrannt haben, obwohl es ist auf jeden Fall schon mal mehr als ursprünglich erwartet. Da schon mal hinschmeißen. So, dann gehen wir hier nochmal schnell schauen. Da haben wir doch mit Sicherheit auch noch irgendwo Zeug. Beispielsweise Erde und so weiter. Das schmeißen wir hier auf jeden Fall noch mit rein. Und dann denke ich, können wir die Aufnahme jetzt auch erstmal wieder pausieren. Und das Ganze... ja, Revue passieren lassen. Wir haben ja doch eine verhältnismäßig gute Menge geschafft. Das macht mich schon irgendwo ganz froh.
Ja, ich denke, wir lassen es erstmal so stehen und sehen uns dann einfach in der nächsten Aufnahme wieder. Oder aber eben in deinem Falle gleich, je nachdem, wenn du denn genug gesehen hast oder wenn du denn noch nicht so viel gesehen hast, dass du die Folgen erst schön nach und nach anschaust, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja.